So Leute, da ist er wieder, euer Sheraton LP. Hat ziemlich lange gedauert, aber ich denke, letztendlich lohnt sich das auch. Ich konnte die Qualitätsstufe jetzt wirklich auf volle Kanüle hochnehmen, volles Anti-Aliasing und so weiter. Wir machen im Spiel weiter. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, hier auf diese Plattform zu gehen, da kämen wir auf die Wächterinsel, aber das ist noch zu früh. Wir gehen also hier zurück und erledigen erstmal die ganzen Sachen, die wir ja hier noch offen haben. Wir haben hier haufenweise Missionen und Nebenmissionen, die wir noch erfüllen müssen, beziehungsweise die wir abschließen müssen. Und das werde ich in den heutigen Parts erstmal machen, dass wir da ein bisschen nachkommen. So, wir haben hier noch was anderes, und zwar haben wir noch ein paar Punkte zu vergeben, oder gesagt, einen Punkt. Da habe ich mir hier ausgesucht, und zwar, nee, das war's, was ist das hier? Nee, das war's nicht. Was ist das hier? Ach, regenerieren. Genau. Ihr habt in dieser Fertigkeit noch keine Stufe erreicht. Pro Sekunde, wenn wir das anwählen, werden 0,21% eurer Lebenskraft wiederhergestellt. Nur damit kann ich doch leben. Also nehmen wir auf jeden Fall das. So, annehmen die ganze Sache. Yep. So, dann hätten wir auch noch beim Held ein paar Punkte zu vergeben. Und zwar 6 Stück Steigerungspunkte. Ich gehe dann mal hier mit Intelligenz, Gewandtheit und Stärke hoch. Das war ja dann, diese drei Sachen sind dann mit hochgegangen, und diese drei Sachen jeweils mal von eins von den Sachen hier. So, wir gehen wieder Willenskraft ein bisschen hoch. Na, ich würde sogar mal sagen, oder? Lieber auf die Lebensenergie noch ein bisschen. Ja, lieber noch ein bisschen auf die Lebensenergie. So, das nehmen wir erstmal an. Und jetzt möchte ich noch eine andere Sache machen, und zwar habe ich ja hier eine Hose, und die werden wir erstmal veredeln, und zwar mit gesegneter Willenskraft, also gesegnete Veredelung der Willenskraft. Das sind dann 4 Willenskraftpunkte hinzu. Momentan sind wir, wenn man es hier ganz deutlich erkennt, bei 284. Und wenn wir das jetzt hinzufügen, sind wir bei 312. So, irgendwo bohrt hier in der Wohnung über mir einer. Ich hoffe, das hört man nachher nicht im Let's Play. Das wäre schon ziemlich blöde. So, okay. Gehen wir hier wieder raus, weil sonst gibt es eigentlich nichts weiter hier drin zu tun. Und verlassen auch jetzt diese Bibliothek hier. Wie war das jetzt? Ach ja, genau, man konnte irgendwie so ein Ding benutzen. Genau, hier ist es ja schon. So. Und zwar, na, denkst du, Klappe zu, Affe tot. Machen wir nochmal die Map auf. Na toll, ich brauche eine World Map. Und zwar wollte ich. Ja. Nee, wollte ich zwar nicht, aber ich gehe da einfach mal hin. Und das ist sogar richtig. Bisschen neblig heute draußen. So. Wir haben doch von dem Goblin oder was das war. Oder nee, was war das? Irgend so eine Art Imp. Von dem Imp hier haben wir doch dieses Buch gekriegt. Und das geben wir den Tremory hier jetzt zurück. Ach genau, was ich noch machen wollte, war. Ich habe nämlich gesehen, dass ich hier unten gar kein Dings mehr drin habe. Ich wollte hier das reinlegen. So. Dass wir so ein bisschen heilen können. So. Hallo Kremmerie. Yes. Wirf mal einen Blick in dieses Buch. Grundgütiger, wo konntet ihr ein derart seltenes und wertvolles Buch finden? Amazing! Ich werde sofort die drakische Sprache laut vorlesen und anschließend übersetzen. Normalerweise übersetzt man sowas erst und dann liest man es vor. Dann wollen wir mal.
fuhr vor comes est magnus apparens ut cervus cauda flammea. In omnibus mentitur nisi. Was geht da vor sich? Oh mein Gott, das ist ein Beschwörungskreis. Vorsicht! Ach, das kriegst du jetzt mit dem Träme. Kleiner mal hier mal machen. Oh, hab ich jetzt nicht geschossen. Oh, Scheiße, da schießt der Daumen. Na gut, lassen wir das unter. Vergiss es, Träme. Nicht. Das ist gleich so Geschichte. Weg war. Kremorie. Mein Gott, das war vielleicht ein Kampf. Aber das nächste Mal achtet ihr darauf, was ihr auf das was. Nee, aber nächstes Mal. Nee, achtet nächstes Mal darauf, dass ihr wisst, was ihr da laut vorlest. Schweigen ist Gott. Ich werd's mir merken. Ich denke, jetzt wäre eine kleine Belohnung angebracht. Genau. Wie wär's, wenn ich euer Geldsäckel fülle? Na, her damit. Wir Grammaries sind wohlhabend und belohnen unsere Helfer stets angemessen. Investiert das Geld sinnvoll. So. Sprachlos, die Quest sprachlos, erfolgreich abgeschlossen. So, was gibt's hier Schönes? Was haben wir hier? Ein paar Hosen. Oh. Magierrüstung. Ja, naja. Ne, da kann ich auch meine behalten. Willenskraft, erhöhte Reflexe und Nahkampfwert. Aber ne, das sind unsere besser. 31 zu Lebenspunkte, 5 zu Nahkampfrüstung. 2 zu kräftiger Kriege und nicht, da behalte ich meine Hose. Das ist bescheuert. So. Was lässt sich denn am besten verkaufen? Ich nehme die Ohrringe, hä? Wollte die gar nicht mal schlecht aussehen. Na gut. Ich nehme die Ohrringe und fertig. Okay. Wie ihr seht, birgt so manches Buch viele Gefahren. Wir brauchen den Drachenstein, um all den Gefahren zu trotzen. Sowohl den realen, als auch denen auf Pergament. Ey, die blöde Hexe sollte Fresse halten, Mann. Och, habt ihr das schon gezogen? Ja. Aber das Blübchen haben wir noch nicht gepflückt. Ach Quatsch, du sollst deine Flinte drinne behalten. Ich will's doch das haben. So. Wo ist das Ding hier? Genau. Springen. So, aber erstmal schauen wir auf die Karte. Ich will nämlich jetzt. Ja, wo will ich denn hin? Ich glaube, ich will hierher. Schreiental Westen. Westen. So. Hier oben war dieser Schmied mit seinem Wunschbrunnen. Da haben wir auch noch irgendwie was offen. Oh, was sieht da mein blaues Äugelein? Eine Pflanze. Fettform. Ja, damit. So, weiter geht's mit Geschrei. Kommt mein Tier mit hier rüber oder kann das Vieh nicht schwimmen? Und zwar suche ich jetzt eigentlich diesen, oh, Hase. Geh weg, du musst Vieh. Diesen Wohnwagen von dieser Dings da, von dieser, keine Ahnung, Hexe da oben irgendwie. So, das hier. Aber bevor wir da hingehen, gehen wir erstmal hierher. Der Grabstein ist mit einer Gravur in Form einer Halskette verziert. Denn wir hatten, darüber wurde der Name Penelope eingemeißelt. Denn wir hatten ja auf dem Turm oben an irgendeiner kleinen Schatulle diese Halskette von der Penelope da entdeckt. Und die setzen wir jetzt mal ein. Die Halskette passt perfekt.
Zwei liebende Seelen im Tod vereint. Sehr romantisch muss das sein. Aber wenn ihr weiter so herumtrödelt, landet ihr selbst unter der Erde. Und zwar noch bevor wir zur Wächterinsel gelangt sind und ihr von der Drachenmacht kosten konntet. Ja, die Hexe will uns unbedingt auf die Wächterinsel locken, aber wir machen erstmal langsam. So, wir krallen uns den kleinen Schatz hier. Bisschen Ramsch, können wir mal durchlesen. Alles ein nehmen. Weiterer Gegenstand so. Für meine Sammlung. Und wir hatten ja von dieser Zigeunerin, genau, ich kam vor nicht aus der Zigeunerin, von dieser Zigeunerin da oben, hatten wir ja irgend so eine Prophezeiung gekriegt mit einem weißen Wesen, falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Und das ist hier, das weiße Wesen. Guckt an hier. So. Und jetzt müssen wir dem blöden Vieh hinterher rammeln. Es ist nicht zu übersehen. Okay, das ist nicht so problematisch. Das sagt ja, das muss ich, die Prophezeiung muss ich erst erfüllen. Übrigens, das schöne Sterne. Okay. Die da von dem Vieh aufsteigen. Hübsch. So, Hasel, komm mal hin, sonst kommst du in die Pfanne. Bist hin. Ah, da hinten ist. Was ist das hier? Oh, geh weg, du böser Hase. Den anderen Hasen weichen wir aus. Das sind sich ja vom Acker machen, die Viecher. So, bis den Hasel, komm. Noch ein Stück. Sie sagte zwar, man soll es nicht belästigen, aber da bleibt das Vieh einfach sitzen, wenn du es nicht belästigst. So, und wascha. So. Oh, was haben wir hier? Ein Bogen. 1,3, 10,30 und ein Diamant. Okay, krallen wir uns. Ihr fragt euch vielleicht, wieso ich das jetzt weiß, wo ich doch das Ding blind durchjuchtel. Das Problem ist, dass ich gestern Abend 1,5 Stunden lang aufgenommen habe und habe vergessen zwischenzuspeichern. Und nachdem ich das so 5 Gerippe platt gemacht hatten, musste ich feststellen, dass ich wieder an der Stelle, wo ich das Let's Play angefangen hatte, gestanden habe. Jetzt muss ich das alles komplett nochmal machen und daher weiß ich allerdings auch, ey, Hühnerkeule, komm her. Allerdings weiß ich da, na, Fluchtvieh. Allerdings weiß ich dadurch jetzt schon, was ich da ungefähr machen muss. So, Mädel. Ihr seid eurem Schicksal begegnet, wie ich es vorhergesehen hatte. Wollt ihr mehr wissen? Ja. Ihr kennt den Preis. Bitte. Gut. Mal sehen, was die Zukunft dieses Mal spricht. Ich sehe einen Krieger in starker Rüstung auf einer Brücke. Er wird euch zu einem Duell herausfordern, dessen Ausgang in eurer Hand ist. Möge das Schicksal mit euch sein. Okay. Also, wenn irgendwann einer auf der Brücke steht, wird er platt gemacht. So, als nächstes will ich... Ja. Ach genau, ich wollte ins Trümmertal. Also, das sind wir ja. Ich wollte aber im Trümmertal in... Wo ist nächste? Wo sind die nächsten Dings hier? Hier oben, ja. Nee, oben hier die kleine Festung, kleine Burg oder was auch immer das ist. Ach, was will ich noch mal kurz die Aussicht genießen. Ach, wie schön das doch aussieht. Herrlich. Geh weg hier. Ich bin ja gerade als Wandersmann unterwegs. Ich will nicht gerade, ob ich die Helligkeit eventuell ein bisschen runternehme. Geh weg, du Hase. Das ist einer von den Besenhasen. Warum? Das kriegt er nachher noch mit. Irgendwann. So. Schrein, See, Tempel, Mine, Dorf, Trümmertal. Genau. Da will ich hin. Oh. Neblig im Trümmertal.
wir haben ja auch den Seherstein. Den wir hier oben, diesen komischen Pfarrer oder was das da für ein Bruder ist, geben müssen. Also, auf den Kampf. Ach ja, und vor allen Dingen, wir haben auch kein... Ja, ihr hattet die Sache mit der Sonne bereits erwähnt. Ah ja, stimmt schon. Ach, das war der Verrückte hier oben. wir brauchen den... Oh, scheiße, ich wollte doch die Waffe nicht ziehen. Ich wollte hier drüber hüpfen, die Träne. Ihr seid zurück? Kommt ihr mit der Erkundung des Turms voran? Ja. Diesen Stein haben wir gefunden. Ein Seherstein? Ihr habt hoffentlich nicht hineingesehen. Doch, das habe ich getan. Gütiger Himmel, seid ihr unversehrt? Was habt ihr gesehen? Jetzt die Auswahl. Die erste Auswahl, ich wurde in das Verlies unterhalb des Turms teleportiert. Einige von Lord Lovis Opfern sind noch immer dort. Und dann die zweite Wahl, ich fand mich zu meinem Unbehagen in der Peitschenkammer von Magdalenas Haus der Freuden wieder. Herrlich. Da wäre aber trotzdem ist ruhig. Ja. Welch ein Martyrium. Dem Göttlichen sei Dank, dass ich euch an diesen verwunschenen Ort geschickt habe. So. Gebt mir jetzt bitte den Stein, damit ich ihn umfassend untersuchen kann. Der Göttliche segne euch. Alles klar. So. Kohle abkassieren oder was auch immer, was haben wir hier Schönes? Ein paar Hosen, die werden nicht viel bringen. Naja, ich bin ja kein Fan von Schwertern und so ein Babberschmatzens Kram. Das ist das schon eher. Was habe ich momentan? Ich habe momentan Magierüstwert und das wäre Gewandtheit. Ne, ich nehme trotzdem die Machete. Die bringt garantiert mehr. Ja, 1300, 240 Gold, okay. Ja, so bleib hier, Karl, du. Willkommen zurück, mein Kind. Mein Kind, sagt er. So, ich will nämlich davon haben. Wie viel habe ich? Abbrechen. Wie viel Kohle habe ich? 13.000 Ecken. Also schlagen wir jetzt richtig zu hier. So, 20 krallen wir uns. Okay. So, jetzt haben wir wieder 20 von diesen Dingern. Ja, verkaufen tun wir jetzt nicht, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Pardon. Mögen euch stets die schützenden Engel begleiten. Ja, du mich auch, Arschloch. Als nächstes suchen wir unseren Richard. Da ist er schon. Und verkaufen. Ah, ihr seid zurück. Was gibt's Neues? Und verkaufen dem Goblinherzen. Nicht schlecht, her damit! Und hier habt ihr euer Geld. Ich würde es für Bier und Dirnen ausgeben, aber das ist nur ein Vorschlag. Naja, einen Moment. In aller Rot würde ich dafür mehr Geld kriegen. Viel mehr. Wo habt ihr das denn aufgeschnappt? Ist ja gut. Ihr bekommt den vollen Preis. Ha, der kleine Schlitzohr, ja. Alle wollen uns bescheißen. So, ich habe gehört, ihr habt Konrad ein bisschen aufgemischt. Ha, ja, dieser gerissene Hund hat einen Händler betrogen. Hat aber nicht lange gedauert, ihn zurechtzuweisen. Ebenfalls Drachentöter. Gehabt ich wohl. So. Wir könnten jetzt mal schnell beim Dings hier reingucken. Beim Dirk. Dirk heißt er ja. Ach, Drachentöter. Ach, Drachentöter. Was für ein schöner Tag. Eine schöne Stimme. Richtig freundlich. So. Handel ist Wandel. Ja, der mag mich ja. Ich will mal gucken, was er für Bögen hat. Oh, hier ist einer. Da sieht schon mal eins. Warum nicht gerade so einen auch schon gekriegt? Wir haben noch gerade einen Bogen gekriegt, der ziemlich heftig war. 1, 3, 10, 30. Ja, wo ist er jetzt wieder hin? Ach hier. 1, 3, guckst genau dasselbe. Zerschlagener, magischer, schwerer Composite-Bogen des Vampirs heißt er hier. Gesegneter, magischer Composite-Bogen des Gemetzels. Aha. Ja, taugt aber trotzdem nicht gegenüber dem Rotmannsbogen. Rotmannsbogen. So, was ist der hier? Vergiss es. Ja, eigentlich nur Schrott. Da unten, hier kostet der 900 Ecken.
Na egal, kann man die glaube ich verkaufen hier? Hier, weg damit. Was haben wir hier noch? Ja, was soll ich mit dem Teil? Weg damit. Ja, ja, ich will es verkaufen. Ich will den auch nicht haben. Ah, den behalte ich. 927. Das ganze Axtgetrümpel hier benutze ich eh nie. Weg damit. Schilder benutze ich keine. Ja, ja, weg mit dem Dreck. So, Schwerter. Das ist weg mit dem Rotz hier. Was? Ach, ich benutze es ja nicht. Ich habe meinen Bohrung und das reicht mir. So, was haben wir hier noch vor? Trümpel. Na gut, können wir später mal gucken. Kannst du doch einen Haufen Rotz dabei. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich muss los. Und wir verflüchtigen uns. Soll ich mich selbst erstmal nachgucken? Aber erstmal dieses dumme Huhn hier angesprochen haben. Die ist schön doof. Habt ihr schon gehört? Unrat hat mir erzählt, dass er Leutnant Ludwig heute Morgen im Wald gesehen hat. Ohne Hose. Warte mal, ich weiß ganz sicher, dass der Leutnant in dieser Zeit in der Kaserne war. Nein, wirklich, wie peinlich. Ich habe keine Zeit für gedankenloses Getratsche. Ach komm, wir machen sie glücklich. Man ist die hässlich. Boah. Nicht wahr? Zum Fürchten. Oh Gott. Kann die nicht immer schlafen. Wenn die sich das, also das ist eines der besten Argumente zur Geburtenkontrolle. Ein faszinierendes Werk, muss man gelesen haben. So. Liebt ich wohl je? Nein. Ach Gott, gerne wieder. Ich gehe erstmal hier runter. Und mach mal einen kleinen Schnitt. Denn das müssten jetzt um die 20 Minuten rum sein. Ich mache erstmal einen kleinen Schnitt. Im nächsten Part geht's weiter.